Wir kommen zu einem spannenden Vortrag, der sich auch wieder zum Teil diesmal mit DSPACE 7 beschäftigt, ein bisschen Übergang darstellt aus DSPACE 6 und DSPACE 7. Zu beidem haben wir heute schon spannende Dinge gehört. Florian Fritzer vom Fraunhofer Institut für Raum und Bau wird uns über die Administration von DSPACE 7.6 mit Ansible berichten. Genau, danke schön für die Einladung, für die Möglichkeit, das hier zu präsentieren. Bevor ich einsteige, bevor ich kurz was zu meinem Arbeitgeber sage und dann auch in den Inhalt reingehe, möchte ich kurz einfach mal sagen, weshalb das vielleicht für Administratoren sinnvoll, Administratorinnen und Administratoren sinnvoll sein könnte. Es ist einfach eine ziemliche Arbeitserleichterung, so als jetzt mal kurzer Teaser, weshalb man dranbleiben sollte. Also man kommt morgens ins Büro und hat vielleicht irgendwie einen Patch oder eine Softwarekomponente von DSpace, die man aktualisieren will, weil es da beispielsweise einen Sicherheitsfix gibt, dann ist es so, dass man in der Regel, wenn man Ansible einsetzt, einfach nur ein Kommando absetzt und es wird alles automatisch ausgerollt und konfiguriert und installiert. Das nur so für als Teaser, sage ich jetzt mal, weshalb das für gerade jetzt eben für Techniker, für Technikerinnen interessant sein könnte, dran zu bleiben. Okay, jetzt haben wir natürlich den Fall, dass die PowerPoint-Präsentation, doch, jetzt geht's super. Okay, ganz kurz, ich bin lokalisiert in Stuttgart am Fraunhofer IRB, da im Team oder in der Abteilung CCRSOS, also Competence Center Research Services und Open Science. Und wir sind sozusagen der Dienstleister für die ganze Fraunhofer Gesellschaft, was bibliothekarische und informationstechnische, informationswissenschaftliche Dienstleistungen angeht. Also wir decken das in Stuttgart für die komplette Fraunhofer Gesellschaft ab. Und wir nutzen auch momentan schon DSpace für unser Forschungsdatenrepositorium Fordatis. Und das ist also eine DSpace 6.3 Installation. Deswegen habe ich auch in der ersten Folie geschrieben 7.6. Und wir planen jetzt aber auch einen Neustart für unser Publikationsrepositorium. Und wird dann eine DSpace 7 CRIS Installation sein. Genau, das jetzt noch eben zur Fraunhofer Gesellschaft. Wie gesagt, das IRB ist eben im Team in der Abteilung CCRSOS dann für die gesamte Fraunhofer Gesellschaft zuständig, was die bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen Belange angeht. Dann komme ich auch schon zu meiner Übersicht. Genau, also es geht halt darum, man kann, also Ansible ist halt eine Skriptsprache. Diese Skriptsprache ist relativ simpel aufgebaut, also sie ist gut menschen- und maschinenlesbar. Ich werde jetzt also im weiteren Vorgehen, werde ich jetzt kurz mal so einen groben Überblick geben, wie so eine Serverarchitektur aussehen kann, die man mit Ansible administriert, und werde dann auch noch am Ende ein paar Codeschnipsel zeigen, die eben auch sehr schön menschenlesbar sind. Also man kann sich da sehr gut rein denken, was das Ansible gerade macht, und das Schöne ist, man kann das dann schreiben und es ist dann aber auch gleichzeitig maschinell ausführbar und ist also sehr gut wartbar, und es gibt auch eine sehr gute Dokumentation, die einfach dann einem sofort Hilfestellung geben kann, wenn man ein kleineres Problem hat. Genau, also ich werde diese selbstgeschriebenen Ansible-Skripte zeigen, beziehungsweise über Ausschnitte. Würde jetzt den Vortrag sprengen, wenn ich jetzt eine Einführung in Ansible geben würde, aber ich will exemplarisch dann nachher mal zeigen, was man so alles machen kann, also typische DSpace-Installationsaufgaben, Administrationsaufgaben, die man da automatisieren kann. Dann gibt es auch noch, Ansible ist ja, glaube ich, jetzt, ja genau, Ansible dürfte bei Red Hat, dürfte von Red Hat zum Teil mit implementiert worden sein. Da gibt es auch das Ansible Tower, was also von Red Hat eine kostenpflichtige, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich hoffe, ich erinnere das jetzt richtig, dass das von Red Hat war, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und da gibt es dann auch eine kostenlose Installationsmöglichkeit von Ansible AWX. Und das ist dann auch eine Webanwendung, also ein Webserver, der dann eine normale Webseite zum Login anbietet, mit dem man dann auch eben die entsprechenden Ansible-Skripte oder Ansible-Befehle ausführen kann. Genau, dann steigen wir mal ein. Also wir planen ja am IRB für CCRSOS DSpace CRIS 7 für unser neues Publikationsrepositorium zu nutzen. Das ist jetzt einfach mal so eine Demonstration einer Serverarchitektur. Also wir haben den REST-Server von DSpace 7, wir haben das Angular von DSpace 7
Und wir haben noch einen Solar-Index, der jetzt nicht mehr wie bei DSpace 6 gebundelt wird mit der DSpace-Installation. Das ist ja bei DSpace 6 und DSpace 5, glaube ich, immer noch der Fall. Also DSpace 6 auf jeden Fall. DSpace 5 wird es wahrscheinlich genauso sein. Das Solar läuft jetzt bei uns. Das ist jetzt einfach, kann man sich überlegen, ob man das auch zusammenlegt. Bei uns ist es halt so, wir haben halt 4 getrennte Server, die reden dann untereinander miteinander und tauschen Daten auf. Also der REST-Server greift auf das Solar zu, der Angular-Server greift auf das REST zu und der REST-Server greift natürlich auch auf die Postgres-Datenbank zu, um dann eben beispielsweise Metadaten zu ziehen und in den Solar zu schreiben. Das ist jetzt so eine Beispielinstallation. Man sieht hier, was brauche ich jetzt eigentlich für Ansible? Also ich habe diese Ansible-Skripte, das sind ganz normale Textdateien, die müssen auch nicht kompiliert werden oder, also die sind sehr schön maschinen- und menschenlesbar und man braucht das, was man zusätzlich noch braucht, um natürlich dann auf die Server zugreifen zu können, braucht man eine SSH-Verbindung. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also wenn ich Admin bin, Administratorin, Administrator und melde mich sowieso wahrscheinlich per SSH auf meinem Server an und mache da per Hand vielleicht noch bestimmte administrative Tätigkeiten, reicht das aus. Also das Ansible bietet die Möglichkeit, per SSH sich automatisch mit dem Server zu verbinden und oder sich da besser gesagt dazu authentifizieren und dann führt es halt eben die Befehle aus, die man ihm gesagt hat und dann kann man halt wirklich, wie gesagt, man kommt morgens zur Arbeit, hat jetzt, weiß, dass man vielleicht ein Patch gerade vorliegt, schmeißt den Rechner an, startet, loggt sich einmal per SSH auf dem Server ein oder macht das über das Ansible, wenn es gestartet wird und dann braucht man nur einen Befehl abzusetzen und in der Regel wird dann alles automatisiert ausgerollt. Das ist jetzt einfach mir hier mal aus Visual Studio Code, also eine Entwicklungsumgebung, die ja auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird von Microsoft. Da sieht man mal so eine Ansible-Struktur. Also man hat hier diese Rollen, da sieht man beispielsweise, was alles abgedeckt wird. Also das Solar wird abgedeckt, die Tomcat-Installation wird abgedeckt, dann das Angular. Dann auch noch beispielsweise hier der REST-Server, nur so, um mal so ein Beispiel zu geben. Das ist also in einer Verzeichnisstruktur abgelegt, sind die Dateien. Und die eigentlichen ausführbaren Programme, die Tasks, sind dann immer in diesem Task-Ordner drin. Und da kann man dann eben sagen, ja, erstell doch vielleicht mal einen Nutzer oder installier was Bestimmtes. Und da komme ich jetzt gleich dazu. Das wäre jetzt nochmal das Ansible AWX. Das ist also, Tower ist kostenpflichtig, AWX ist aber genau das Gleiche. Nur halt ohne kostenpflichtigen Support und das kann man dann auch, wenn man mag, einfach installieren und hat dann auch noch eine grafische Oberfläche, um dann einfach über die Webseite sich anzumelden, sich per SSH zu authentifizieren und dann einfach das Ansible zu starten und dann sieht man auch, ob es funktioniert hat. Also es ist auch ein schönes Tool, um das halt eben auch als Webseite dann zu verwalten, mit einer Webseite zu verwalten. Genau, jetzt sind das sind die Beispiel Ansible-Schnipsel, die ich jetzt mal so zeigen wollte, nur so als Vorgeschmack, das ist also, dass man einfach mal sieht, wie einfach das eigentlich aufgebaut ist und wie schön man das als Mensch verstehen kann, aber dann eben auch sofort als Maschine mit der Maschine ausführen lassen kann. Es beginnt, jeder Task beginnt mit einem Namen, den kann man frei wählen. Das ist jetzt, wie man sieht hier, der Task, um den Tomcat 8 für das DSpace 6 zu installieren. Dann hat man hier, das wäre jetzt beispielsweise noch hier so eine Art Eintrag für eine Variable. Dann kann man beispielsweise sagen, welche Server-URL, welchen Mirror man ansteuern will, um die Installation zu downloaden oder um das Paket zu downloaden. Dann kann man auch sagen, über eine Variable, welche Tomcat-Version es sein soll. Dann muss man also, wenn eine neue Tomcat-Version draußen ist, muss man nur den String für die Version dieses Pakets ändern an einer Stelle und schon hat man die aktuelle Version in dieser Download-URL drin. Hier sieht man auch, das ist dann das Gleiche, das ist dann halt nur das Installationspaket, wie man hier gerade sieht, das ist eben das gepackte Tomcat-Paket. Was er auch macht, ist, man kann auch ein Sicherheitsfeature haben, dass man sagt, ja, habe ich denn jetzt überhaupt den richtigen Tomcat heruntergeladen? Ist die Integrität des Pakets gewährleistet? Das kann man dann über einen SHA, über eine Checksumme überprüfen. Das macht er automatisch. Wenn der Check hier nicht gültig ist, dann bricht er ab. Also das ist dann wird das einfach nicht installiert. Auch unter Sicherheitsgesichtspunkten ist das ganz wertvoll. Würde ich auch auf jeden Fall immer empfehlen. Gut, wenn man per HTTPS herunterlädt, kann man in der Regel sowieso sicher sein, dass es nicht kompromittiert ist. Aber man kann auch nochmal eine Checksumme nehmen, um
das Ganze zu überprüfen, ob das wirklich das Paket ist, was man haben wollte. Dann noch so ein als weiterer Hinweis. Man kann auch dann sagen, wo die Datei abgelegt wird, also wo sie heruntergeladen wird und welche Rechte, also welcher Nutzer und welche Nutzergruppe dann diesem Paket, dieser Installationsdatei zugewiesen werden soll. Das wäre jetzt so ein Schnipsel. Der zweite Schnipsel ist dann einfach, ja, man kann es sich schon denken, was ist ja das Schöne an Ansible, das Entpacken, da sieht man einfach an Archive. Vorhin haben wir das ja in diesem Verzeichnis abgelegt, diese Datei, und dann entpacken wir die einfach auch wieder mit den gleichen Rechten, die man in diesem Kontext haben will. Und ja, und dann kann man halt weiter vorgehen und das dann sich Schritt für Schritt durcharbeiten, bis man dann halt eben die Konfigurationsdateien angepasst hat. Es geht auch wieder mit Variablen, mit Template-Dateien und kann das dann also alles im Ansible so konfigurieren, wie man es haben will. Wenn es einen Fehler gibt, wenn das Ansible sagt, ich weiß jetzt gerade nicht oder es irgendwo ein Fehler auftritt, wird es auch abbrechen. Also man wird in der Regel nicht mit einem funktionsunfähigen System dann zu tun haben, sondern wenn er was nicht kann oder es ein Problem auftritt, dann bricht er ab und dann kann man sich das anschauen und der dokumentiert es auch. Also es ist so eine Art Log, kann man dann immer sehen, wenn es Ansible läuft, wo er gerade ist, was er gerade macht. Genau, das war jetzt beispielsweise die Tomcat-Installation. Das ist ja für DSpace-Administratoren eigentlich, kommt ja relativ häufig vor, dass man mal den Tomcat aktualisieren sollte. Das war das eine Beispiel jetzt für DSpace 6 oder auch für DSpace 7 ist das natürlich das Gleiche. Das Beispiel war jetzt aber aus DSpace 6 kopiert. Und jetzt haben wir was anderes beispielsweise für Node.js, also für das Angular, für die DSpace 7 Installation für den Angular-Server. Habe ich jetzt auch nochmal ein Beispiel, Ansible. Also man hat hier auch wieder den Namen, den kann man wie gesagt frei wählen. Das wird dann auch gelockt. Dann sieht man auch, ah, okay, der lädt jetzt gerade also das Node.js runter. Ah, ich sehe, hier habe ich gerade noch was nicht aktualisiert. Das ist jetzt Node.js 10, aber wir brauchen ja für DSpace 7 Angular jetzt mindestens Node.js 12. Da hatte ich schon aktualisiert. Das würde ich dann noch in der finalen Folienpräsentation ändern. Aber man sieht hier, man kann das halt, man lädt beispielsweise hier ein Skript herunter, das ist einfach eine Datei, legt die dann ab, dieses Skript. Und das ist jetzt ja auch noch ein gutes, sehr sinnvolles Feature von Ansible, man kann Tags vergeben. Ein Tag bedeutet also, den kann ich frei wählen, den kann ich nennen, wie ich will, das ist halt einfach ein String. Und dann kann ich sagen, wenn ich jetzt nur bestimmte Tätigkeiten ausführen will, dann tagge ich halt bestimmte administrative Tätigkeiten mit dem gleichen Tag. Also wie wir das hier sehen mit Install Node.js, dann weiß ich also, wenn ich einen Tag, wenn ich jetzt sage, ich will nur den Node.js-Server aktualisieren, dann könnte ich jetzt über einen entsprechenden über einen bestimmten Parameter sagen, führe mir doch nur alle Kommandos aus, die diesen Tag Install Node.js haben. Oder ich kann auch sagen, das Gegenteil, ich will jetzt gar nicht das Node.js aktualisieren, weil es ist schon aktuell und da gibt es gerade keine Aktualisierung von dem Projekt. Skip das doch mal, das kann man auch machen. Das zeige ich gleich noch, wenn man dann das Ansible startet, wie diese Tag-Struktur aussieht und man kann dann sehr schön fein granular festlegen, welche Kommandos man ausführen will und welche nicht. Ich gucke gerade mal, ich habe noch Zeit. Jetzt sieht man hier ein weiteres Beispiel. Also wir haben ja gerade unser Node-Skript, unser Shell-Skript heruntergeladen. Und das ist jetzt auch wieder ein interessantes, da bin ich zu weit gegangen, das ist jetzt auch ein interessantes Kommando. Das ist einfach ein Kommando auf der Shell, in der Bash-Shell, dass man sagt, führ das doch einfach mal aus. Und hier haben wir auch wieder unseren Tag, das sieht man, also wenn ich das Node.js nicht aktualisieren will oder nicht ausfüllen will, diese Kommandos, kann ich die einfach skippen, diese Tags, dann werden die Kommandos nicht ausgeführt. Das wird aber auch gelockt im Ansible, dass er dann sagt, okay, nee, also das skippe ich jetzt gerade, das printet oder das zeigt er dann, während das Ansible ausgeführt wird, immer an, was er gerade skippt und was er ausführt. Und hier ist halt vielleicht noch ganz interessant, das ist dieses Become Yes. Das bedeutet also, dass er eben für den Fall noch höhere Rechte braucht. Und da braucht man dann Sudo-Rechte, um dieses Skript auszuführen, weil es APT-Quellen installiert für
für das Node.js und da kann man dann eben sagen, become yes und dann macht er halt eine Rechteerweiterung, bis er halt die Rechte hat, die er braucht und dann bricht das auch nicht ab. Man kann aber auch sagen, jetzt gehe ich nochmal zurück, hier sieht man become yes, become user publica, das dürfte ausreichen, das ist jetzt also ein lokaler Nutzer, der publica heißt und dann kann man sagen, ich will jetzt einfach, der Download soll mit den Rechten von dem publica User stattfinden. Das sollte auch funktionieren, weil das ist ja einfach das Ablegen im publica Verzeichnis. Und dann kann man halt auch sehr schön sagen, also jetzt brauche ich beispielsweise hier Sudo-Rechte, weil das halt da eben im System Änderungen vorgenommen werden müssen, die mit dem normalen Nutzerrechten nicht ausreichen würden und oder wo die normalen Nutzerrechte nicht ausreichen würden. Und dann kann man halt einfach sagen, become yes, das ist so ein, das ist auch gut dokumentiert in der Ansible-Doku. Also und dann kann man sagen, ja, become yes. Und dann führt er das aus und installiert das Node.js und die APT-Quellen und dann hat man es installiert. Genau, jetzt zeige ich nochmal so ein Ansible-Kommando, um jetzt beispielsweise dieses berühmte, das berühmte eine Kommando, sage ich, das berühmte Kommando, wenn man frühmorgens zum Dienst kommt und man weiß, dass man Patches installieren will, dann hat man hier dieses Ansible-Playbook-Kommando. Das ist eine YAML-Datei. Man muss dazu sagen, alle Kommandos werden mit YAML-Dateien stehen in YAML-Dateien. Das ist eine einfache Syntax, die dann eingehalten werden muss. Das ist, geht meistens mit Einrücken oder mit Bindestrichen, um was zu, um die Syntax richtig einzuhalten. Sonst meckert er auch. Also wenn man bestimmte Sachen nicht richtig eingerückt hat, da würde ich halt auch das Visual Studio Code empfehlen. Das kann einem dann schon anzeigen, wenn man die Syntax nicht richtig eingehalten hat. Genau, hier sieht man dann, das ist eine Inventory-Datei für unser Dev, also für unser Entwicklungssystem. In die Inventory-Dateien schreibt man in der Regel die IP-Adressen, mit denen sich das Ansible dann verbinden soll. Und dieses E, dieser E-Parameter ist eine Variablendefinition. Also hier wird eine Variable eingeführt, und zwar die Cloud-Environment-Variable, die dann den Wert Dev enthält. Dann sieht man hier auch noch eine Remote-User-Variable, die dann eben mein SSH-Nutzer enthält, also den Namen von dem SSH-Nutzer. Und das sind noch zusätzliche, die ich mir ausgedacht habe für einen bestimmten Kontext. Und dann hat man hier eben dieses Tags. In dem Fall skippe ich relativ viele Tags, die nicht sinnvoll sind. Also die Datenbank will ich jetzt nicht anfassen beispielsweise. Oder den Solar-Server will ich auch nicht anfassen. Bestimmte Nutzer will ich auch nicht anlegen. Den Tomcat lasse ich jetzt auch mal außen vor. Und dann kann man auch noch, das Skip-Tags ist die eine Möglichkeit. Man kann aber auch sagen, das Skip minus weglassen und würde dann sagen Tags und kann dann ganz genau sagen, ich will jetzt nur den Solar oder ich will nur den Tomcat, die Tags mit dem Tomcat starten. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die man hat. Und jetzt gucke ich mal. Ich glaube, ich bin auch schon fast durch. Das ist dann, wenn alles geklappt hat und das Ansible meckert ja, wenn es irgendwas nicht machen kann, wenn es bestimmte Rechte nicht hat, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann sieht man am Ende, das ist jetzt hier eine Angular-Oberfläche von dem DSpace Chris 7. Das ist dann das Ergebnis, wenn das Ansible alles richtig ausgeführt hat. Und dann muss man natürlich noch warten, bis bestimmte Prozesse auf den Servern dann beendet wurden oder besser gesagt, bis sie dann komplett ausgeführt wurden. Also das Angular braucht ja immer eine Zeit lang, bis es sich kompiliert hat. Und ja, am Ende hat man dann wieder eine lauffähige Installation und man muss halt nicht sich auf dem Server einloggen. Man muss nicht selbst per Hand irgendwelche Unix- oder Linux-Kommandos absetzen, sondern man kann das alles das Ansible machen lassen. Dann wäre ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es ist so ungefähr in der Zeit. Du hattest gesagt 3 Minuten, dann bin ich ein bisschen früher fertig. Jetzt ist die Frage, gibt es noch Sachen, die ich beantworten soll? Das war super, Fragen? Vielen Dank. Es gibt Fragen. Die erste Frage lautet, warum wurde der Tomcat bzw. andere Serverkomponenten nicht containerisiert? Ist das eine bewusste Entscheidung gegen, Klammer auf, Docker, Klammer zu, Container? Würde die Installation zum Beispiel von Tomcat im Rahmen des Builds lösen? Und ich weiß, oft wird ja auch Ansible zusammen mit Docker eingesetzt. Mhm. Was ist der Grund dafür, dass ihr euch offensichtlich zunächst mal gegen Container entschieden habt? Das war einfach, das war eine Entscheidung, die wir mal so festgelegt hatten. Also Docker kam für uns erstmal nicht in Frage.
Das Docker hatten wir ausgespart für unser DSpace 6, aber auch für unser DSpace 7. Und genau, also das haben wir als Technologie nicht verwendet für unsere Installation. Und genau, das ist der Grund, ja. Man kann das, ich weiß jetzt nicht, weil ich das Ansible jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es für Docker auch Ansible-Befehle gibt. Wenn es die gibt, kann man da sicherlich auch viel wieder automatisieren, aber für unsere Installation haben wir jetzt erstmal nicht Docker verwendet. Dass Ansible und Docker oft zusammen verwendet werden. Die nächste Frage wäre, welche Vorteile bietet AWX? Ja, man hat eben diese Oberfläche. Also man kann sich das so vorstellen, man kann Git-Repos einbinden, die dann das Ansible enthalten. Also man hat dann seine Ansible-Skripte und man macht da draußen Git-Repo, kann dann im AWX die Git-Repos sich klonen, hat die dann in der AWX-Installation, man kann dann auf die zugreifen. Dann ist das Weitere, dass man sich dann eben den SSH-Zugang einrichtet im AWX. Das wird auch verschlüsselt. Also man kann dann zum Beispiel den Private Key ablegen, der wird dann verschlüsselt mit den Zugangsdaten, die man hat, um sich beim AWX anzumelden. Und ja, das ist halt einfach eine Oberfläche. Also es gibt einen Nachteil, muss ich sagen, den ich jetzt bei AWX nicht so schön finde. Also es wird zwar genauso gelockt wie auf der Kommandozeile, also wenn man jetzt das Ansible auf der Kommandozeile ausführen würde, aber dieses Logging ist halt nicht dynamisch. Also man muss dann immer wieder die Seite neu besuchen, damit man sieht, wo er jetzt gerade ist. Das wär jetzt so mit der einzige Nachteil von AWX. Aber ein weiterer Vorteil von AWX ist, den wir auch für unsere Datenmigration jetzt verwenden, dass man über Nacht einfach Ansible laufen lassen kann. Und das kann man jetzt auf der Kommandozeile, das hatte ich angedacht, mal das auf der Kommandozeile über Nacht laufen zu lassen, wenn man weg ist, also wenn man sich mit SSH abgemeldet hat, zumindest habe ich es nicht auf die Schnelle hinbekommen, dass das dann im Hintergrund weiterläuft. Und da ist AWX sehr gut. Man hat diese Serveranwendung, auf dem Server laufen dann die Ansible-Kommandos ab. Man kann sich per SSH dann auch über das AWX authentifizieren und drückt dann auf einen Button, das Ansible startet seine Kommandos und dann kann man sich von der Serveranwendung abmelden und im Hintergrund läuft es, also für die Datenmigration beispielsweise, die wir jetzt gerade an der wir gerade sind, läuft dann das AWX und läuft dann über Nacht durch und das ist halt ein schöner Vorteil, den man jetzt auf der Kommandozeile nicht so hätte. Also zumindest habe ich da keine einfache Lösung gefunden und da ist das AWX, glaube ich, die bessere Alternative, wenn man sowas automatisiert im Hintergrund laufen lassen möchte. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Screen wird hier im Chat noch erwähnt, um Sessions zu halten auf der Kommandozeile. Das nutze ich selbst auch sehr gerne. Ansible hat ja selber keine Rollback-Funktionalität. Wie löst ihr das, wenn im Laufe des Prozesses was schief geht? Was meinst du mit Rollback-Funktionalität? Also du meinst, dass man auf einen Zustand zurückkehrt, der davor, vor der Ausführung von Ansible aktuell war. Genau, das Ansible läuft an, irgendwas geht schief. Was ist der Fallback-Prozess oder der Prozess, der da eingreift? Naja, also der Fallback-Prozess ist der, dass ich dann halt aktiv werden muss und schauen kann, wo es schiefgelaufen ist und dann das Ansible dahingehend anpasse, dass ich es halt nochmal ausführe, bis es wieder durchläuft. Also man kann ja dann schnell herausfinden, wo er gerade hängt. Das wird ja alles sehr schön gelockt. Und dann sieht man in der Regel, also nehmen wir mal ein Beispiel, angenommen, dass Maven würde jetzt etwas nicht bauen können oder es fehlt irgendwie eine Maven-Abhängigkeit, dann würde der den Log von dem Maven ausgeben im Ansible und dann kann man halt sehen, ah, okay, da hat er vielleicht was nicht gezogen oder da fehlt ihm was und dann kann man halt wieder aktiv werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ansible so eine Art Image oder dass man auf einen bestimmten Zustand gleich wieder zurückspringen kann. Das ist nicht der Fall. Deswegen haben wir halt bei uns oder die Systeme, die ich administriere, sind halt so aufgebaut, dass wir halt verschiedene Entwicklungsumgebungen haben, also Dev, Test und Prod beispielsweise. Und natürlich wird es erstmal auf Dev und Test, auf den Testsystemen getestet. Und dann, wenn ich weiß, es läuft, dann sollte eigentlich auch nichts, sollte halt kein Problem auftreten, wenn man es dann auf Prod ausführen würde. Das ist so Aber die Strategie, die wir fahren.
Führst du dann neue Maven-Builds für den Protif-Server aus? Ja. Alles klar. Vielen Dank. Das sind die Maven-Builds für den Protif-Server. War gerade nochmal eine Frage auch. Die hat sich damit Ja. erledigt, denke ich. Ich würde hier trotzdem nochmal eine Minute warten oder 30 Sekunden warten, ob es noch eine Nachfrage dazu gibt. Florian, dir in jedem Fall schon einmal herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, für die Gerne. Automatisierung der Administration.